Yo, Leute, das ist Outbreak. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist so ähnlich wie Piggy. Es ist circa dasselbe Spielprinzip wie bei Piggy, nur, dass es hier andere Levels sind. Und es ist nicht Piggy, die einen hier verfolgt, sondern irgendein komisches Vieh. Und es gibt immer am Anfang jemanden, der ist da, der Black Ninja, irgendwie sowas heißt es. Das ist wahrscheinlich die hier. Und die ist jetzt infiziert worden und wird jetzt gleich in der nächsten Runde wahrscheinlich die Jägerin sein, die uns alle angreifen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht so aus, als ob der Strom ausgegangen ist. Wir müssen auf jeden Fall die Generatoren wieder anbekommen. Warte, da ist immer noch ein Infizierter hier drumherum. Oh oh. Also so wie es aussieht, sind wir der Überlebende. Und wir müssen jetzt versuchen, hier irgendwie durchzukommen. Es gibt hier verschiedene Items, so wie bei Piggy. Zum Beispiel gibt es eine rote Karte, die haben wir jetzt aufgenommen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir damit machen können. Wir können hier mit E-Türen öffnen und schließen. Und hier brauchen wir einen Stromtank, so wie es aussieht. Hier eine Batterie. Dann brauchen wir hier... Oh, ich weiß gar nicht, was man hier alles braucht. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Aber wir können mit E hier die Türen öffnen. Das ist ganz cool. Ah, guck mal, hier braucht man diesen Tank. Das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Dann können wir von hier einfach direkt wieder zurück zum Stromtank hier gehen. Und gleich mal hier den Strom... Oh mein Gott, das Monster ist da. Oh mein Gott, das Monster. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zum Glück habe ich es gerade zugemacht. Oh ja, 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 ja. Man hört das ja gar nicht. Okay. Ist es weg? Ich glaube, es ist weg. Okay. So, dann habe ich da schon mal das Ding voll gemacht. Oh mein Gott! Habt ihr das gerade gesehen? Das ist einfach das Monster! Oh, oh mein Gott, ich habe mich voll erschrocken. Wir haben auf jeden Fall das erste Ding jetzt schon freigeschaltet. Das heißt, wir müssen den Generator hier so ein bisschen aufmachen. Eieiei. Okay, dann versuchen wir es einfach mal weiter. Hier sind überall so komische Platzsachen. Und hier steht drauf, hau ab. Oh nein, hier brauchen wir einen Schraubenschlüssel. Und es ist relativ dunkel. Aktiviere den Generator, um die Map zu aktivieren. Oh mein Gott, das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Generator alleine aktivieren. Okay, dann versuchen wir jetzt erstmal hier durchzulaufen und hier nehme ich meine rote Karte wieder mit. Mal gucken, irgendwas muss ich doch mit der roten Karte machen können. Dann lass mal weiter schauen. Irgendwo hier muss es doch bestimmt einen Sinn und Zweck geben für diese rote Karte. Da ist nochmal eine geschlossene Tür mit einer roten Lampe drüber. Kann ich da vielleicht... Oh, hier ist die Batterie drinne. Perfekt. Oh, guck mal, wie ich die Batterie sogar halte. So kopfüber sogar. Okay, perfekt. Oh, das sieht nach dem Infizierten aus. Einfach mal die Tür hier zumachen und weiter geht's. So, die Batterie, die können wir ebenfalls in diesen Generatorraum reinmachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist es, wo ist es? So, seitlich. Da, die Batterie rein. Oh yeah, Baby. Das sieht nach einer guten Batterie aus. Oh Gott, da ist das Monster. Man hört das Monster in diesem Spiel hier gar nicht, weil es nämlich so leise ist. Das ist so leise, dieses Monster. Da kriegt man gar nichts von mit. Oh mein Gott, aber das Monster will mich unbedingt haben. Oh, oh mein Gott, da muss ich jetzt aber ganz, ganz kurz... Oh, 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 das Mädchen wollte mich gerade einsperren. Kann das sein? Oh nein, aber ich glaube sogar, ich weiß, wo ich die rote Keykarte verwenden muss. Aber guck mal, hier ist sogar noch die grüne Keykarte. Die haben wir ebenfalls, glaube ich, für den Generator gebraucht, um diesen anzumachen. Ich kenne mich hier schon langsam ein bisschen aus, deswegen gehen wir gleich mal hier wieder in den Power Room rein. Und wir schauen mal kurz, ob wir hier irgendwo die grünen... Okay, da müssen wir den USB-Stick mit reinbringen. Wie kriegen wir den USB-Stick hier mit rein? Ein USB-Stick mit Strom. Weil die hier, die Batterie haben wir schon. Das heißt also, die grüne Karte müssen wir doch nicht hier benutzen. Ich muss gerade weggehen, das tut mir aber leid. Okay, 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 okay. Alles easy, alles easy. Ich habe noch nie etwas Leichteres gemacht in meinem Leben. Ah, ich habe mich in der Toilette eingesperrt. Und wieder raus. Okay, okay, okay. Hat uns das Monster ganz knappes nicht bekommen. Okay, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Da sind welche mit der gelben Keycard, aber die laufen alle nochmal da rein. Okay, das sieht nicht gut aus, Leute. Wir brauchen unbedingt einen Platz, wo wir die Keykarte reinstecken können. Denn wir brauchen nämlich eine... Oh, was ist das hier? Oh, das ist der USB-Stick. Ich habe ihn gefunden. Okay, der USB-Stick, den müssen wir auch in den Power-Raum reinstecken. Okay, Power-Raum. So, zack. Hier muss jetzt der USB-Stick rein. Perfekt. So, dann haben wir das schon mal. Was fehlt uns jetzt hier noch? Die Energie haben wir. Den USB-Stick haben wir noch. Wir brauchen noch Power. Wir haben hier das Ding aktiviert. Wir haben hier die Batterie reingelegt. Vielleicht brauchen wir noch... Oh, wir brauchen noch mehr von diesem Benzin, damit es alles angeht. Ich verstehe. Oh, oh nein, da wurde schon jemand getötet. Nein. Okay, das sieht nicht gut aus. Folgendes, wir müssen jetzt gerade darauf achten, dass wir hier irgendwie nicht zu viel Zeit verlieren. Haben wir noch etwas in diesem Raum hier gehabt?
Hier haben wir noch die grüne Keycard gehabt. Die nehme ich jetzt auch einfach mal mit. Aber ich weiß nicht, wo ich sie verwenden soll. Okay, wir versuchen mal was anderes. Ich gehe mal hier weiter. Oh, Escape. Funktioniert das? Oh, oh, okay, okay. Ich muss irgendwas tun, um diese Tür zu öffnen. Oh, ja, 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 ja. Da muss ich jetzt erstmal aber los. Gut, warte mal. Wir müssen jetzt erstmal ganz genau schauen. Ich habe nichts mehr gefunden, was hier theoretischerweise zu passen könnte. Hier ist irgendwie kein richtiger Ausweg mehr gewesen. Ich habe noch eine grüne Keycard, aber ich weiß nicht, wo ich sie verwenden soll. Okay, okay, okay. Ganz lässig, ganz locker. Okay, wir versuchen das einfach auf die Fuchsi-Art. Nein, doch nicht. Irgendwie eine andere Art. Oh, Junge! Ich weiß nicht, wo ich die Karte hinstecken soll. Hier unten auch nicht. Hier sind überall nur so Betten und sowas. Das Monster ist uns auch direkt schon hinter der Absperrung da, gleich auf der anderen Seite. Aber ist nicht schlimm. Wir sind ganz cool mit dem Monster. Das Monster und ich waren in derselben Grundschulklasse, denke ich mal. Wir können doch hier die rote Karte mitnehmen. Ich weiß nicht, welche besser wäre. Warte mal, hier in diesem Bereich waren wir noch nicht. Hier ist ein Fahrstuhl einfach, gell? Oh, okay, hier können wir auch nicht aufmachen. Hier ist alles abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, hier geht es gar nicht weiter. Hier ist auch nochmal ein Exit-Bereich. Oh, da kann man auch nochmal reingehen. Okay, ich verstehe. Guck mal, hier braucht man bestimmt die rote Karte. Kann das sein? Nee, da braucht man den Schraubenschlüssel. Okay, gut, das ergibt gar keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Wir müssen weiter experimentieren. Was, kann man hier den PC anmachen oder so? Hallo? Nein? Der Powerraum, wir kriegen den einfach nicht an. Was soll ich denn hier tun? Ich habe doch schon alles hier reingebracht, was man hier nur reinbringen kann. Das Einzige, was mir fehlen könnte, sind theoretischerweise ein paar von diesen Benzinkanistern. Nur wo soll ich die bitte schön auftreiben, als ob ich eine Tankstelle wäre? Oh, der Jäger ist gerade rausgegangen. Oh, okay, wir haben gewonnen. Haha, oh, ich glaube, wir müssen noch eine weitere Runde spielen, damit wir das irgendwie gewinnen können. Kompliziert, aber lustig. Wir können uns auch hier was kaufen. Wir können uns auch Waffen holen oder Game Passes. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Skins gibt's noch, okay. Man kann sich so einen Skin holen, der Rich heißt oder so. Annie kann man spielen. Wir müssen da auf jeden Fall ein bisschen schneller agieren. Dieses Mal müssen wir die Map schneller schaffen, okay. Wir wissen schon ein bisschen, was wir zu tun haben. Der Generator muss auf jeden Fall mit 3 von solchen Kanistern befüllt werden. Die Batterie muss reingetan werden und der Strom muss da noch reinkommen. Okay. Diesmal ist Lily Barris 2011 die Böse. Das heißt also, wir müssen jetzt unbedingt versuchen, unser Bestes zu machen. So, es geht wieder los. Wir nehmen am besten hier eine Karte mit und gehen mal so schnell wie möglich hinter den Power Room in den nächsten Raum. So, hier hinten. So, dann lass mal hier gucken, was wir hier so alles machen können. Das ist Office, da ist zu. Ich glaube, mit der roten Keykarte können wir hier aufmachen, oder? Zack. Mit der roten Keykarte können wir das hier aufmachen, können die Batterie mitnehmen und dann haben wir schon mal die Batterie drin, okay? Das ist das Erste, was wir erstmal machen. Ich hoffe nur, dass die anderen Spieler, die hier mit mir spielen, dass die nicht dieses gesamte Spiel irgendwie ein bisschen kaputt machen. So, gut, dann haben wir die Batterie schon mal drin. Das Mädchen hat schon mal die grüne Keykarte genommen und hoffentlich macht sie auch das Richtige damit. Sie ist jetzt in diesen Storage-Raum hier reingegangen. Hier gibt es aber, glaube ich, leider gar nichts, ne? Das heißt, wir können hier nochmal durch. Sie hat die Keykarte und sie macht nichts mehr. Sie hat übrigens auch keine Klamotten. Naja, egal. Jedenfalls, oh, da ist das Monster. Es greift schon an. Wir haben hier eine rote Keycard. Hier wurde nichts mehr übrig gelassen, ne? Nee, gar nichts mehr. Das heißt, da haben wir hier hinten nochmal irgendwas. Ich glaube, dieser Raum hier ist komplett useless. Den braucht man für gar nichts, oder? Wir können, glaube ich, hier so einen kleinen Rundkurs aufmachen. So, das Ding ist, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch mehr Items. Das reicht auf jeden Fall noch nicht, was wir jetzt hier bisher hingelegt haben an Performance. Deswegen lassen wir nochmal hier reingehen. Hier ist eine gelbe Keycard. Die habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Das heißt also, lass uns mal versuchen, vielleicht mit der gelben, kann man hier in der Toilette noch was finden? Nee, hier ist tatsächlich alles leer. Okay, die Toiletten sind, glaube ich, einfach nur so ein Ausweichkommando-Ding, wo man ausweichen kann. Vielleicht kann man ja mit der gelben Karte hier was machen. Nee, aber auch nicht da. Batterie ist drin. Es bringt anscheinend nicht. Oh, okay, da wurde jemand... Oh mein Gott, da wurde jemand gefunden und gefunden. Eieiei, okay, wir versuchen mal hier die gelbe Tür aufzumachen. Ich glaube, wenn ich alleine gegen dieses Monster spiele, kann ich es schaffen. So, ich versuche jetzt mal hier in die zweite Etage zu kommen. In der waren wir letztes Mal nicht. Hier brauchen wir einen Hammer. Ich verstehe nur nicht, wie man das in so einer schnellen Zeit hinbekommen soll. So, wir haben dann hier oben haben wir gar nichts, außer ein paar Räume und sowas, ne? Wir haben jetzt schon eine zweite Etage und wir haben einen Hammer gefunden. Okay, das heißt, mit diesem Hammer können wir auf jeden Fall schon mal hier das hier aufmachen. So, oh, oh, was? Supplies? Ich glaube, ich muss hier... Supplies? E to open the door. Oh, was? Ich habe doch schon den Hammer in der Hand. Oh, das funktioniert. Open the door. Was? Das zählt nicht? Hey, ich glaube, dieses Spiel funktioniert noch nicht mal ganz richtig. Ich versuche hier... guck mal, ich kann sogar schon durchgucken durch die Tür. Aber ich komme nicht rein. Oh, unangenehme Situation, muss ich schon sagen. Ja, yeah. Okay, warte mal. Dann brauchen wir hier oben
Nochmal die rote Karte? Was? Wie soll ich das denn alles schaffen? Das ist unmöglich. Wow, was? Das ist so riesig, dieser Raum hier, dass ich das gar nicht schaffen kann, glaube ich. Die sind viel zu groß, die Räume. Ich laufe dafür viel zu langsam, um das gesamte Level so schnell zu schaffen. Unter uns ist das Monster übrigens, da leuchtet es gerade. Ah, das sieht schon irgendwie ein bisschen kompliziert aus. Aber hier oben gibt es auch gar nichts mehr. Ich glaube, es geht tatsächlich einfach nur darum, mit dem Hammer jetzt irgendwas kaputt zu machen. Ich bin eigentlich relativ gut im Kaputtmachen. Deswegen könnten wir das vielleicht sogar hinbekommen. Ah ja, hier ist die Tür jetzt auch zu. Oh nein, es sieht so aus, als ob die Türen zweimal aufgemacht werden müssen. Ah, das sieht nach einer echt schwierigen Situation aus. Und hier brauchen wir eine lila, eine Keykarte. Die war unten. Sag mal, wie soll ich das denn überhaupt alles hier hinbekommen? Guck mal, Hints. Ach so, ich muss das schlagen, ich Trottel. Natürlich funktioniert es. Oh, ich war gerade so dumm. Okay, hier ist der Dings, dieser kleine Schraubenzieher. Jetzt weiß ich, wo der ist. Das heißt also, dafür muss ich nach oben gehen, wenn ich den Schraubenzieher haben möchte. Dann habe ich hier nochmal einen Raum mit einer weiteren Galone. Okay, das heißt also, mit der Galone könnte ich jetzt nochmal kurz runterlaufen und nochmal dafür sorgen, dass sie hier ganz gechillt, ganz easy nochmal in den Batterieraum reingehen kann. Hier brauchen wir nochmal die grüne Sache da. Ah, okay. Lass mal hier in den Batterieraum reingehen. Uiuiui, da ist ja auch schon derjenige. Warte mal, ich mache hier mal hier diese Suppe rein. So, dann habe ich das auf jeden Fall schon mal drin. Ein Benzin von den anderen habe ich. Ich habe aber tatsächlich schon die Mittel, glaube ich, um rauszugehen. Wollen wir mal rausgehen? Okay, warte mal. Erstmal muss ich das Monster ein bisschen ablenken. Sieht so aus, als ob das Monster nicht so... Oh doch, das Monster ist schlau. Oh mein Gott, das Monster ist zu stark. Hilfe! Oh nein, bitte hören Sie auf, mich zu ziehen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Nein, ich möchte das nicht. Bitte, jemand muss mich retten. Mich retten. Nein, nein, nein. Oh nein, das Mädchen. Oh mein Gott, der campt hier. Kann das sein? No camping. Okay, geht los. Mädchen, bitte befreie mich. Du musst mich befreien, Mädchen. Bitte, bitte. Komm schon. Ja, da ist sie. Oh mein Gott, sie befreit mich. Hallo? Hallo? Hey. Hallo? Moin, moin. Kannst du mich bitte... Hallo? Bitte komm zurück. Bitte komm zurück, Mädchen ohne Kleidung. Mädchen ohne Kleidung, komm bitte. Du musst mich... Ja, sie hat mich befreit. Oh mein Gott, was ein Ehrenmädchen. So, dann lass den hier befreien. So, die haben wir auch befreit. Okay, okay, okay. Jetzt können wir wieder zurück. Auf geht's, ich muss nur nach oben. Ich muss nur nach oben. Ich könnte nach oben gehen und oben kann ich dann die Ranch holen, okay? Diese eine da. Oh, 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 guck mal. Hier ist sogar nochmal... Oh, nochmal so eine Galone zum Auffüllen. Perfekt. Okay. Lass mal jetzt am besten hier nochmal runtergehen. So. Und dann nochmal hier. So, 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 so. Dann können wir hier gleich weitergehen. In diesen Raum hier rein. Da ist dann wieder die Power. Dann hier kurz reingehen. Und wieder auffüllen. Okay, das zweite ist auch aufgefüllt. Wir brauchen nur noch den USB-Stick und ein paar andere Sachen. Oh mein Gott, da kommt das Monster. Es war in der zweiten Etage. Okay, es war in der zweiten Etage. Ich habe leider nur eine Tür aufbekommen von der Etage. Das heißt, wir können keinen Rundkurs machen. Aber was ich machen kann, ist von draußen die Tür öffnen. Ich hoffe, es kommt jetzt mal nicht durch den Energieraum. Denke mal, wir können, glaube ich, safe hier durchlaufen. Kann das sein? Ja, ja, ja. Oder? Da ist das Monster. Aber es scheint cool zu sein. Okay, okay, es ist weg. Ich gehe in die zweite Etage. So, jetzt ist unser Ziel, dass wir unbedingt diesen Schraubenschlüssel finden können, damit wir mal rausgehen können. Ich denke nämlich, ich habe den Schraubenschlüssel doch irgendwo hier gelassen. Der war in diesem geheimen Raum da drin. Warte, in dem hier. Hier war der drin, oder? Ja, ja, ja. Okay, ich habe ihn. Dann können wir, glaube ich, jetzt rausgehen. Wenn ich damit mit dem Schraubenschlüssel an die äußere Tür kommen kann, dann kann ich die äußere Tür einfach öffnen und rausrennen. Das wäre, glaube ich, der Plan. So, ganz easy. OP-Room 1. So. Ich glaube, hier links irgendwo beim Exit, da war doch irgendwo der Ausgang, oder nicht? Hier können wir doch, glaube ich, genau da, hier an diesem Ding, können wir doch jetzt die Tür aufmachen. Ja. Okay. Was? Oh mein Gott, das reicht nicht aus. Da hinten ist schon wieder das Monster. Okay, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch so eine Galone, kann es sein? So mit Benzin irgendwas brauchen wir. Und den USB-Stick haben wir auch noch nicht mal reingebracht. Eieieiei. Wie sollen wir das denn schaffen in einer Minute? Das Team ist schon echt gut von uns, aber wir kriegen es nicht ganz hin. Okay, warte. Ich schau mal nochmal in diesen Raum hier nach, im Recovery-Raum. Gab es hier nochmal so eine Galone zum Auftanken? Nur noch 58 Sekunden. Ich muss es unbedingt schaffen. Okay, okay, okay. Set them free. Oh nein, oh nein, oh nein. Da ist dieses eine Mädchen gefangen worden. Wir brauchen noch eine Galone und diesen USB-Stick. Danach sind wir fertig. Letztes Mal haben wir doch den USB-Stick gefunden. Okay, okay, okay. Warte, ich muss das...
Ich muss das anders angehen. Hier ist die Toilette. Toilette ist falsch. Oh, ich muss, glaube ich, hochgehen. Kann es sein? Ich glaube, oben ist die letzte Galone und der USB-Stick. Ich glaube, wir schaffen das gar nicht. Wir sind zu wenige Leute. Beziehungsweise zu wenige Leute, die was tun. Ich werde dich befreien, Mädchen. Nein. Oh, ich liege auch im Bett. Aber ich habe das Mädchen befreit. Hey, das Mädchen. Da ist sie. Oh mein Gott, da ist das Mädchen. Die will uns befreien. Aber dieses Monster ist richtig am Campen, Alter. Oh, oh, es lebt wieder. Das eine Mädchen. Und ich lebe auch. Okay, weg hier. Oh mein Gott, wir leben einfach alle wieder. Ja, wir leben wieder. Aber wir glauben, ich glaube, wir schaffen das nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Es sind nur noch 2 Sekunden Zeit und wir haben leider verloren. Oh, Leute. Es hat nur noch ganz wenig gefehlt, aber diese Karte ist viel zu riesig. Ihr könnt es gerne selber probieren. Ich glaube, man muss den USB-Stick noch finden, dann muss man noch diesen Schraubenschlüssel machen und alles drum und dran. Das ist ganz schön schwer. Meine werten Damen und Herren, das hier ist viel, viel schwieriger als Piggy, weil man hier weniger Zeit hat und die Map ist größer und irgendwie ist das alles ein bisschen kompliziert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!